Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit durch allen sein. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Und Frieden und Segen sein mit dem Gesandten Allahs. Uns hat jemand über die Facebook-Seite, wir haben ja jetzt da eine WhatsApp-Nummer und da könnt ihr eure Fragen hinschicken, schreiben. Das wird mir dann inshallah vom Admin zugeschickt. Ich habe mittlerweile auch ein Smartphone, alhamdulillah. Und da schreibt jemand, wenn ich eine Moschee betrete, muss ich ja 2 Rakat beten. Muss ich diese immer beten oder nur zu bestimmten Zeiten oder nur einmal am Tag? Kann ich diese auch jedes Mal beten oder mache ich damit eine Erneuerung? Ja. Diese erstmal, die muss ich ja beten. Wir müssen fragen, woher kommt dieses Ich muss, woher kommt das? Dass ich die beten muss, dass ich die beten soll, woher kommt das? Denn wir können ja nicht einfach sagen, ich muss das machen, einfach so, sondern wohin müssen wir zurückkehren? Zu Koran und Sunna. Und Allah, der Prophet a.s.w. sagt in einem authentischen Hadith, إِذَا دَخَلَ حَدُكُمُ الْمَسْجِدْ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُسَلِّيَ رَكَتَيْنِ. Wenn jemand von euch eine Moschee betritt, dann soll er sich nicht hinsetzen, bis er 2 Rakat gebetet hat. Deswegen, kann ich diese auch jedes Mal beten, oder mache ich damit eine Erneuerung, oder soll ich die nur einmal am Tag beten? Das Beten der 2 Rakat ist von was abhängig? Vom Betreten der Moschee. Das heißt, wenn ich aus der Moschee rausgehe, komme wieder in die Moschee rein, bete ich wieder 2 Rakat. Warum? Wenn jemand von euch eine Moschee betritt, so soll er sich nicht eher setzen, bis er 2 Rakat gebetet hat. Diese Rakats werden im Allgemeinen Tahiyyatul Masjid, Begrüßung der Moschee genannt. Ich habe dann des Öfteren gesehen, dass es Leute gibt, die beispielsweise ein Pflichtgebet, die kommen zum Beispiel rein, es ist Ikama für ein Pflichtgebet. Das heißt, der Imam, der Muezzin sagt gerade, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Qad qamat as-salah, Qad qamat as-salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Und dann betet man beispielsweise ein Pflichtgebet. Zum Beispiel 4 Rakat vom Isha-Gebet, vom Nachtgebet. Oder die 3 Rakat vom Maghrib, vom Abendgebet. Oder die 4 Rakat vom Dhuhr- und Asr-Gebet, vom Mittag- und Nachmittagsgebet. Oder die 2 Rakat vom Fajr-Gebet, vom Morgensgebet. Ja, die kommen zum Beispiel rein, da ist gerade Ikama, und dann beten sie diese 2 Rakat, dann beten sie mit dem Imam mit, dieses Pflichtgebet. Und dann stehen sie danach auf und sagen, ich muss Tahiyyatul Masjid beten, ich muss die Begrüßung der Moschee, muss ich noch beten. Das ist falsch. Warum? Weil du hast schon 2 Rakats gebetet. Wenn du Isha gebetet hast, hast du schon 4 Rakats gebetet, da sind die 2 Rakat drin. Der Prophet hat nicht gesagt, wenn jemand von euch in eine Moschee reinkommt, dann soll er sich nicht eher hinsetzen, bis er 2 Rakat Tahiyyatul Masjid gebetet hat, weil er so wird das genannt. Sondern er soll sich nicht eher setzen, bis er 2 Rakat gebetet hat. Wenn du Isha, Dhuhr und Asr gebetet hast, hast du 4 Rakat gebetet. Da sind 2 Rakat drin, das ist sogar mehr als 2 Rakat. Wenn du Maghrib gebetet hast, hast du schon 3 Rakat gebetet. Wenn du Fajr gebetet hast, hast du schon 2 Rakat gebetet. Das heißt, du musst dann nicht nochmal, wenn du das Pflichtgebet mit dem Imam gebetet hast, oder auch ohne Imam gebetet hast, beispielsweise du kommst gerade rein, und dann sagt der Imam, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und die Betenden sind fertig. Und du betest, es ist keiner, mit dem du jetzt ein Gemeinschaftsgebet beten kannst. Was machst du jetzt? Du betest jetzt beispielsweise das Pflichtgebet, dann musst du nicht nochmal danach Tahiyyatul Masjid, diese 2 Rakat beten. Das dazu. Dann muss man sie immer beten. Die Frage, die sich jetzt ergibt, oder nur einmal am Tag, wie gesagt, das habe ich schon, muss man diese immer beten, habe ich schon nicht beantwortet, einmal am Tag habe ich schon beantwortet, ja, so, was ist nun in bestimmten Situationen, es gibt bestimmte Situationen, zum Beispiel, wenn der Imam gerade Khutbah macht, hier gibt es einige,
Hier gibt es einige Gelehrte, wie zum Beispiel Abu Hanifa, Rahimullah, möge Allah sich ihm erbarmen, die sagen, die zwei Rakat Tahiyyat al-Masjid sind Sunnah, aber das Zuhören bei der Khutba ist Pflicht. Und deswegen setzt man sich während der Khutba sofort hin. Aber la qiyas ma'annas. Es gibt kein Qiyas, wenn wir einen klaren Text haben. Das heißt, ein klarer Text von Koran und Sunnah. Und deswegen sehen wir als bevorzugte Meinung, die Meinung, der auch der Imam Ahmed ibn Hanbal folgt und der Imam Shafi'i folgt, ohne den Imam Abu Hanifa oder andere Imame, die das gesagt haben, gering zu schätzen. Dieser Hadith wird in Sahih Muslim überliefert. Und dieser Hadith sagt, إِذَا دَخَرَ حَدُكُمُ الْمَسْجِدُ وَالْإِمَامُ يَخْتُبْ فَلْيَرْقَ رَقْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّسْ فِيهِمَا. Das heißt, wenn jemand während der Khutbah vom Imam in die Moschee reinkommt, so soll er zwei Rakat beten, aber er soll die zügig beten. Das heißt, er liest dann nicht Sutul Yassin, er liest das Notwendigste und setzt sich dann hin. Und dann wird auch unter anderem in Bukhari überliefert, dass ein Mann zur Zeit des Khutbah, der Khutbah in die Moschee reinkam, hat sich hingesetzt. Und der Prophet a.s.w. sagte, Sim Salaita Rakatain, hast du schon zwei Rakats gebetet? Und er sagte, nein. Und dann sagte er, Kum Fasalli, steh auf und bete, sagte er zu ihm. Also das heißt, er hat ihn nochmal aufstehen lassen, nochmal die zwei Rakat beten lassen, der Prophet a.s.w. Wie ist es nun bei Verbotszeiten? Bei Zeiten, wo es normalerweise verboten ist zu beten. Hier haben wir beispielsweise die Zeit nach dem Fajr-Gebet bis zum Schuruq. Ja? Du musst jetzt beispielsweise, du hast jetzt das Beispiel, du hast Fajr-Gebet zu Hause gebetet und du musst jetzt in die Moschee, weil da ein Unterricht ist. Aus irgendeinem Grund hast du es nicht geschafft, das Fajr-Gebet in der Moschee zu beten. Und da gibt es einen Unterricht oder Koransitzung und du gehst in die Moschee rein. Normalerweise gibt es keine Nawafil nach dem Fajr-Gebet oder nach dem Asr-Gebet bis zum Maghrib-Gebet. Aber du musst aus irgendeinem Grund musst du in die Moschee rein und dich hinsetzen. Hier sagt zum Beispiel der Imam Shafi'i, diese Rakatein gehören zu Zawatul Asbab. Das heißt, das sind Gebete, die für einen bestimmten Grund gebetet werden und dieser Grund ist vorhanden, also setzt man sich hin. Aber dann gibt es Verbotszeiten, wie zum Beispiel Sonnenhöchststand, wie zum Beispiel die Zeit, wo gerade die Sonne am Untergehen ist, oder die Zeit, wo gerade die Sonne aufgeht. In dieser Zeit ist es bevorzugt, dass man einen kurzen Moment wartet, bis man sich hinsetzt. Einen kurzen Moment wartet, bis man sich hinsetzt. Ja. Zum Beispiel, man kommt kurz vor dem Maghrib-Gebet, in die Moschee rein. Ganz kurz vor dem Maghrib-Gebet. Das ist gerade die Zeit, wo die Sonne gerade untergeht. Okay, was mache ich jetzt? Das ist eigentlich eine Verbotszeit. Jetzt bete ich nicht. Hier ist es bevorzugt, wallahu alam, dass man einfach erstmal stehen bleibt. Zwar, ja, bis der Adhan kommt. Dass man einfach erstmal stehen bleibt, bis der Adhan kommt. Wallahu alam. Kulu qawli hadha, wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.